Ja, ich bin nicht der Seemann. Aber ich rauche manchmal gern ein Pfeifchen. Aber irgendwie soll es jetzt im Moment nicht sein. Es ist jetzt da gerade ein bisschen Durchzug. Weil ich da nicht den Rauch eigentlich rein wollte. Ich muss jetzt hier vorlaufen und das Fenster zünden. Mache ich nicht. Ja, dann rauchen wir jetzt auch nicht. Herzlich willkommen in dem Land der Unsäglichkeiten, in dem Land der Unwirklichkeiten, in dem Land, das man nicht mehr kennt. Herzlich willkommen zu ein paar Gedanken, die ich jetzt die Nacht haben. Es ist 3 Uhr, 0, 0, gerade jetzt. Ich mache mir Gedanken als Vater. Ich mache mir Gedanken als Lehrer. Ich mache mir Gedanken als Mitmensch. Als Freund. Als Partner. Machst du das auch? Nach all dem, was jetzt gewesen ist, nach all dem, die vielen Anzeigen, die vielen Strafbefehle, die vielen Einsprachen, Ablehnungen, und von meiner Seite nicht anhand Name, Verfügungen. Ja, dann auch die psychische und die physische Gewalt, die jetzt war. Also bis zu einem dramatischen Ende. Wirklich dramatisch, finde ich. Ja, so einfach geht es mit mir nicht. Ich kann schon verletzt sein. Da kannst du sicher sein. Ich stehe auf, wenn ich kann. Und ich kann. Und ich bin im Moment wieder im Aufstehen. Das ist halt, wenn man unten war, je nachdem, wie es einen getroffen hat und wo und wie, braucht es halt etwas länger. Oder manchmal nicht so lang. Es ist heute der 29. Januar. Am 20. Januar ist der brachial gewalttätige Überfall auf mich gewesen. Und ich kann nicht schlafen. Ich kann machen, was ich will. Ich bunt mich nicht mit pharmazeutischen Mitteln voll, dass ich keine Schmerzen habe, das mache ich nicht. Ich nehme andere Sachen, die mich beruhigen, die meine Muskeln wieder lockern, dass ich keine Fehlhaltungen habe, etc. Und ich schaue, dass Heilung passiert. Mit den Sachen, die dann halt geeignet sind. Und das weiss ich. Das meiste. Und wenn ich es nicht weiss, dann kann ich fragen, den, der ich es weiss, dass ich es fragen kann. Ich bin mein eigener Arzt. Und das hat sich gelohnt. Seitdem lebe ich wieder. Ja, ist so. Kann ich so sagen. Und wer heilt, hat recht. Das ist meine Devise und das sollte eigentlich die Devise der Logik sein. Und heute haben wir halt Lobbyismus, Korruption, und wir haben eine ganz gefährliche Entwicklung, die zeigt sich. Ich habe das vor einem Jahr schon eindeutig darauf aufmerksam gemacht, schon eigentlich vor fast 2 Jahren. Wir sind jetzt angekommen da drin. Es ist faschistoid, das Ganze, was da abläuft. Eugenisch faschistoid.
Und man kann es belegen. Wenn man es will sehen, kann man es anschauen. Die Frage ist dann eben, schaut man es mit der Tasse oder ohne Tasse im Schränkchen an? Das ist die Frage. Ja, ich mache mir da meine Gedanken, wenn es um Kinder geht. Und wenn es um Kinder geht, geht es auch um unsere Ahnenreihe, um unsere eigene Blutlinie, um uns selber. Und nein, sorry, wir haben zwei, einen gross, einen kleiner. Der gross kann selber, der kleine noch nicht. Und ich habe keine Lust, irgendwie müssen mit anzuschauen und zu wissen, dass sie da in eine neue Form von Sklavenhalter reichen. Nein. Wir haben jetzt schon genug von diesen Blockwarten. Das haben wir jetzt echt schon genug. Und ich finde, es muss wirklich den Menschen noch mal ein bisschen auffallen, dass da Menschen, die keine Maske tragen, behandelt werden wie in den 30er Jahren die jüdische Bevölkerung. Die werden zwar angegangen, sie werden zu Abend gemacht, sie werden zu bedroht, sie werden zu genötigt. Ja, man könnte mit einer Armbinde rumlaufen. Es wäre etwas gleich. Die Parallele ist tatsächlich da. Und ich habe es euch wirklich schon lange gesagt. Und ich bin nicht der Einzige. Es sind so viele andere auch da. Und die machen euch immer irgendwie lustig über die oder wollen die abmachen. Also die, die ich jetzt meine, wissen schon. Die, was nicht angeht, die wissen es auch. Die geht es jetzt da nicht an. Es ist einfach, ja, wie immer schon, seit Tausenden von Jahren. Der Überbringer der schlechten Botschaften braucht ein schnelles Pferd. Und ja, ich habe ja nicht einmal das Futter für ein Ross. Wie soll ich denn eins kaufen? Ich brauche ja jetzt dringend auch ein Fahrzeug. Weil mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist für mich der das Unding. Und I'm sorry, ich habe da auch eine psychische Wirkung. Jedes Mal, wenn ich in den Zug steige, passiert in mir etwas. Da jetzt hat es gerade auch wieder wehtun. Ja, Schultern und Brustbein. 9 Tage später. Noch immer Schmerzen. Es waren schon heftige Verletzungen. Auch die Farben am Körper, die man hat. Das geht einigermaßen, aber Schultern und Brustbein. Finde ich noch nicht lässig. He? Und die ganze psychische Aufarbeitung für die Familie finde ich auch nicht lässig. Und all die Sachen, die sind jetzt uns und mir passiert, die passieren auch anderen Menschen. Und das darf so nicht mehr weitergehen. Da muss ich mit dem Zeigefinger auf dich zeigen. Wenn du da nicht aufstehst und findest, es ist eine Sauerei. Das muss aufhören. Träge Maske, wenn eine will, liegen. Aber lass die in Ruhe, die keine wollen, weil die haben einen Grund. Und akzeptiere den Grund genauso. Tu dich impfen, wenn du dich impfen lassen willst. Aber lass die in Ruhe, die sich nicht impfen lassen wollen. Was hast du denn auch für einen Grund, den nicht in Ruhe zu lassen? Du bist doch ein Löhli. Wenn du geimpft bist, dann bist du ja geschützt. Also lass es gut sein, oder? Es gibt eine Trennung in eurer Gesellschaft, wenn ihr so weitermacht. Wir alle da, die auch aktiv sind, wir wollen die Trennung nicht. Und wenn ihr sie wollt, dann verursachen ihr etwas, ja, wo ich nicht sagen kann, wie es rauskommt.
Es wird aber ein Video rauskommen, das niemandem mehr gefällt. Ganz sicher. Es ist so. Du kannst schon finden, ja, yeah, da gehe ich ein bisschen meditieren, ja, ja, da gehe ich ein bisschen schön Musik hören. Ja, ja, da mache ich ein bisschen ein schönes Bild oder so. Kopf verdeckt nochmal, es ist eine verdammte Zeit, wir kommen in eine Verdammnis. So. Also. Jetzt müssen wir einfach anstehen und müssen unsere Priorität dem widmen. Es geht nicht anders. Es geht um unsere Kinder und um uns selber und um unsere Liebe. Es geht um uns alle. Und wir reiten da ziemlich in die Scheiße. Wenn wir jetzt nicht alle miteinander anstehen, was haben wir jetzt echt zu machen? Das ist die Pflicht vom Menschsein. Zu lernen, natürlich zu leben, sich natürlich zu schützen. Du wirst sehen, Natur bietet dir mehr, als die Pharma dir je anbieten kann. Tonnenweise mehr. Sie sagen es dir noch nicht. So sieht es aus. Komm auf den Boden. Ich meine da alle, wirklich. Und überlegen Sie mal mit der rechten und der linken Hirnhälfte. Und dann fragen Sie mal euer Herz, stimmt das wirklich? Und dann das Herz, ja, ich weiß auch noch nicht genau, aber so, es fühlt sich komisch an. Fragen wir doch mal den Bauch. Und dann wissen das, oder? Also ich wünsche euch allen wirklich eine gute Zeit. Egal wie du drauf bist. Und ich wünsche allen, dass sie die Erkenntnis für sich selber findet. Das könnt ihr ganz einfach. Geht einfach rumschauen. Schönen Tag.